Köln! Hoch! 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 Dieser Jubelruf schallte am Sonntag nicht nur einmal durch Plattling. Denn beim großen Festzug zogen über 40 Gruppen bei hochsommerlichen Temperaturen durch die Isarstadt. Alle in feierlich-historischen Gewändern. Naja, bis auf einen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kam in einem, wenn nicht gerade Nibelungen-Festwoche wäre, unauffällig blauem Hemd und beigen Jeans. Doch wieso eigentlich nicht im festlichen Kostüm? Man hat mir keins gegeben, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte schon eins angezogen. Der kunterbunte Zug durch die gesamte Plattlinger Innenstadt bot etwas für jeden Geschmack. So brachten tapfere Schwertkämpfer, mutige Ritter, bewegliche Tänzerinnen und standfeste Stelzengänger das Publikum zum Staunen. Sehr schön, das Wetter war natürlich super, ja. War tolle, beeindruckende, was man gesehen hat. Die Stelzenläufer waren übrigens sehr beeindruckend, dass man das so lang schafft. Auch die Kostüme waren schön und die Moderation war einmalig. Das hätte Thomas Gottschalk nicht besser machen können. Der Thomas Gottschalk Pledelingens ist Josef Grimm. Denn der Kulturamtsleiter überzeugte den Landesvater mit Sprüchen wie: War es früher der König, ist es heute der Ministerpräsident. Söders Reaktion auf die Willkommensrede: Jetzt weiß ich endlich, wo Grimms Märchen herkommen. Die Laune beim Festzug war also bestens und stimmte natürlich auch die Organisatoren hochzufrieden. Ich als Hauptorganisator die Stadt natürlich überaus glücklich. Zum einen das Festspiel, jedes Mal ausverkauft mit 5 Veranstaltungen, gut 630 Personen. Und der Markt natürlich überflutet von Plattlingern und vor allem von Gästen aus auswärts, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Das Festspiel ist ein besonderes Highlight der Nibelungenfestwoche. Umso größer ist die Freude über den hohen Besucherandrang bei den Vorstellungen. Wir haben natürlich mit dem neuen Platz überdacht, mit der Tribüne und der modernen Bühne, die wir haben, natürlich ein echt konkurrenzfähiges Festspiel geliefert in Bayern hier. Und jeder, der drin war, hat es unwahrscheinlich gelobt. Diese Professionalität, die schon da ist. Und man muss es ja sehen, dass es Ehrenamtliche sind, die das machen, Laien, Schauspieler. Und das wertet es dementsprechend sogar noch auf. Nachdem Söder viele lobende Worte für die Plattlinger bzw. Pledelinger gefunden hatte, machte er sich noch ein Bild vom kulinarischen und kulturellen Angebot auf dem Markt. Naja, abziehen vom großartigen Wetter, es ist ein beeindruckendes Schauspiel. So viel Ehrenamt, auch so viel Kultur, aber auch so viel zu essen, so gute Sachen. Ist ja ganz beeindruckend, wenn man das alles so sieht. Und deswegen muss ich sagen, das ist ja das Vorbildliche. Nicht nur in der Region, sondern für ganz Niederbayern. Deswegen war auch klar, dass ich damals den Heimatpreis verliehen habe und auch sehr gern heute Schirmherr bin. Mit dem Festzug ist die Nibelungenfestwoche für dieses Jahr wieder Geschichte. Jetzt heißt es für die Bewohner der Isarstadt: zurück aus den mittelalterlichen Pledelingen und wieder ab in den Plattlinger Alltag.